gehen auf New Game und machen die erste Nacht ganz normal, so wie immer. Wir machen dann nichts, weil in der ersten Nacht passiert nämlich nichts, habe ich herausgefunden. Jetzt passiert tatsächlich gar nichts. Also können wir einfach chillen, wenig talken, wenn wir wollen. Weil hier passiert nichts. Hier ist alles super chillig, easy peasy. Können wir einfach rumstehen. So, wann endet die Nacht? Jetzt. Dün, 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 dün. Oh nein! Ich werde gekillt. Ah, ich bin tot. So, in der zweiten Nacht angekommen, Leute. Gibt es hier 3 Minigames sogar. Nicht 2, sondern 3. Ja. Das ist die einzige Nacht mit so vielen Minigames. So, wir muten das erstmal. Und zwar muss man hier in Cam 08 auf Balloon Boy klicken und irgendwann auf so einen Pixel muss man klicken. Dann kommt man hier in BB's Air Adventure. So. Ja. Und hier ist das Ziel, erstmal alle Ballons einzusammeln. So. The main antagonist in Five Nights at Lazy Town is Freddy Frolic. It's Robbie Rotten. Nicht der Engl, nicht der deutsche Name. No caps. No caps. Ach, Leute. So. Wenn wir da alle eingesammelt haben, fehlt uns da, oh, steht da oben, fehlt uns einer. Und zwar, wo der ist, da muss man einfach hier so komplett random hier einfach rausspringen. So, und dann landet man hier in diesem Void und dann fliegt man ganz weit nach unten. So, dann muss man hier nach rechts. So, die ganzen weinenden Balloon Boys. Da muss man einfach vorbeigehen. Balloon Boy every night. Hi. So, dann muss man hier einfach durch die Wand springen und dann oben. Das ist ein wunderschöner Rainbow Balloon. So, erstes Minigame haben wir. Okay, ich hatte echt Glück. Die BIOS konnten wiederhergestellt werden. Nice. So, zweites Minigame, Leute. Ist in Cam 0. In welcher Cam? Da, Cam 07. Muss man nämlich hier klicken, hier klicken, hier klicken und hier klicken. Und dann kommen wir zu Mangled's Quest. So, immer, wenn ich auf den Spiel klicke, dann hört da die Musik aus. Kann ich jetzt nichts für. Meine Facecam ist jetzt halt hier. So, was wir machen müssen, ist aufpassen, denn hier läuft so ein kranker Irrer irgendwo rum. Der kommt jetzt gleich wahrscheinlich hier hin. Und was wir machen müssen, ist alle Teile sammeln. Da ist er. Für den dürfen wir uns auf gar keinen Fall treffen lassen. Auf gar keinen Fall. So, wenn wir alle Teile haben, nicht, natürlich wieder mal nicht ins Exit gehen, sondern hier einfach rausspringen. Und dann, ui. Dann fliegen wir hier runter. Dann müssen wir nach links. Hier ist so ein weinender Typ. So ein Riese. So. Und dann kann man hier nach oben. Wenn man jetzt nach links gehen würde, kann ich euch kurz zeigen. Das hier ist Exit. Also falls man hier nichts hat, wenn man keine Ballons eingesammelt hat vorher, dann sind hier keine Ballons. Das ist einfach der halbe schwarze Hintergrund. So, ich lese mir gleich den Chat vor. Ich will nur erstmal die ganzen Minigames hier zeigen, damit ich das ins Video reinschneiden kann. Das ist gerade ein Livestream. So, ganz vorsichtig rantasten. Und dann ist ja ein Cake. So, was ich mal beim ersten Playthrough falsch gemacht habe. Ich habe das Video von Corrupted gesehen. Allerdings hat er da ein Minigame rausgeschnitten, warum auch immer. Oder es gab es damals noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt schuld ist. Auf jeden Fall gibt es ein weiteres Minigame. Und zwar muss man nochmal zu Balloon Boy. Ja, man muss nochmal zu Balloon Boy, soweit ich weiß. Also zumindest stand das hier. Hier, einen Moment. Die Webseite, auf der ich gerade bin, das ist dann auch in dem Video. Hier, go back to Balloon Boys Minigame on Camera 8. Collect all the balloons and then jump off the box on the left side. Ja. Also wenn man jetzt hier nochmal Balloon Boys Minigame macht, alle Ballons einsammelt und dann nach links geht, soll was anderes passieren, dann soll man da jemanden erwischen, ja. Das, keine Ahnung, hat Corrupted in seinem Video nicht gezeigt. Und ich habe das von Corrupted geguckt, habe kein Dings-Tutorial gesehen, deshalb. Hier nach unten. Ja. Das hatte ich nicht. Hier sind auf einfach so Ballons. So, das muss ich jetzt richtig machen, weil sonst darf ich alles neu machen.
Also nicht nur das Minigame. Aber trotzdem habe ich keinen Bock zu. So. Und hier finden wir die erste Seele. Denk ich an den Kuchen? Oh, dann ist er glücklich. Ja. So, und jetzt müssen wir die zweite Nacht einfach ganz normal schaffen. So, können die Nacht bitte aufhören? Dankeschön. Gerade wo ich sage, please don't feel offended. Yeah! Ja, es geht um ein paar Sachen ab in den Stream. Passt. So, Minigame noch schnell machen. Oh. Hello Freddy, I want to die, yeah. Two best friends, dead on the ground. I'm not a fan, okay. So, dritte Nacht, da muss ich erstmal schauen. Was muss man da nochmal machen? Ah, ja, ich weiß schon. Okay. In der dritten Nacht muss man Cupcakes finden. Okay, 02, gibt es hier ein Cupcake? Einen Moment, ich muss kurz weglocken. Der nervt mich gerade. Dann gibt es hier in 03 ein Cupcake, dort an der Stelle. In 04 an dieser Stelle ein Cupcake. Und in 06 an dieser Stelle Cupcake. Und wir kommen zu Chica's Party. Yeah. Gonna have a big party. So, ich dachte erstmal, weil ich habe ein Corruptes Video gesehen, der hatte gesagt, man muss den Kindern ausweichen und alle Cupcakes sammeln. Aber was man eigentlich machen soll, ist egal, ob man die Cupcakes sammelt oder nicht. Ich kann die jetzt auch einsammeln, das ändert nichts. Was ich machen muss, ist die Kinder ignorieren. Also ich muss das ganze Minigame ignorieren. Und hier hochspringen. Und dann habe ich es geschafft. Dann kommen hier zwei Ballons. Mit denen komme ich dann nämlich hoch zum Kind. Und das war's. Oder? Ich glaube, soweit ich weiß, war es das für diese Nacht. Um nochmal sicher zu gehen, gucke ich kurz auf der Website. Ja, das war's. Jetzt nochmal ganz normal die Nacht machen. Okay. Aber ja, ich denke, das macht Sinn. Hello. Du bleibst da. Und wir haben's. Yeah, Chica wants to die too. Okay. So, zurück in FNAF 3. Werden wir in die vierte Nacht reingehen. Ja. Und wenn wir dann hier in der Nacht sind, muten wir erstmal den Call. So, und wir rufen jetzt einen Freund von mir an. Wir rufen jetzt an. Seine Nummer ist nämlich 395248. Ja, das hat geklappt. So, wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir hier in Stage 01. Ja? So. Und jetzt wird's seltsam, okay? Wir spielen nämlich als Fredbear, I guess? Oder Spring Freddy, ich weiß es nicht. Wir nehmen uns die Spring Bonnie, das ist die Vorversion von Springtrap, unserem Gegner in diesem Spiel. Und es sind ein paar Kinder, aber was wir machen wollen, ist das Spiel komplett verglitschen. Wir backsliden hier, wir machen den Moonwalk. Und dann fahren wir ganz weit runter. Ja, ja. Okay. Dann gehen wir nach rechts. Ja? Nee, hier nicht. Noch eins weiter rechts. Oder bin ich schon zu weit? Nee. Nee, hier ist richtig. Hier lang. Hier nach rüber springen, nach links. Hier hoch. So, ungefähr hier, wo Spring Bonnie steht. Nach oben springen. Ja, ungefähr hier so. Ja, dann wird man nach oben gepusht. Dann muss man hier nach oben springen. Genau. Und dann nochmal das gleiche machen. Also hier nochmal so hoch springen. Genau. So, jetzt haben wir es schon fast. Jetzt müssen wir hier lang. Und jetzt nach rechts rüber springen. Wenn wir, glaube ich, wieder gemoonwalkt, oder? Ach, wir werden einfach zur Seite geschoben, okay. So, und dann haben wir das ja auch geschafft. Yay! Nice. Und jetzt müssen wir die Nacht nochmal ganz normal durchspielen. So wie immer, yeah. Okay. 5 a.m., come on, guys, we can do this. Habe ich es geschafft? Ja! So, by the way, Leute, das stand ich auch hier in diesem in dem Video rein.
Mit manchen Charakteren kann man nämlich hier in diesen Hallways gehen und dann hier zum Beispiel bei Foxy sieht man dann Shadow Bonnie rechts, die werde ich nochmal sehen. Und manchmal dann sieht man auch den Code, den wir gerade eingegeben haben. Bei irgendeinem Minigame. Also der ist nicht komplett random, der Code, sondern den sieht man hier. In einer der Minigames, wenn man hier nach unten geht. So, Foxy muss jetzt mitsterben. Dann sind alle tot. Piep, piep. Okay. Nice. So, Guys. Ab in die letzte fünfte Nacht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich etwas länger sein. Also, ich bin bisher noch gar nicht gestorben. In dem zweiten Durchlauf durch das Spiel hier. Aber. So, Mutecore. Was wir machen müssen, und zwar. Wenn man ganz genau hinschaut, ist hier eine Bonnie-Puppe. Eine Shadow-Bonnie-Puppe. Wenn man auf die auf einen bestimmten Pixel klickt. Da. Kommen wieder zurück zu Stage 01. So, und ich spiele als Shadow Bonnie. Wenn wir uns bewegen, dann seht ihr schon, dann sind wir verglitscht. Und wenn wir S drücken, dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kommen wir in verschiedene Orte hin. Wir müssen zu Balloon Boys Orte hin. Das ist schwer hier hinzukommen, weil das wird die ganze Zeit wegswitchen. Und dann müssen wir hier runterspringen und dann. Oh Gott, jetzt habe ich es. Jetzt richtig, richtig. Okay, und dann müssen wir hier unten an so ein. Hab ich's? Oh, ich habe das Spiel irgendwie verglitscht, aber. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Da war dann auch so ein weinendes Kind und ja. Manchmal verglitscht das halt so, wie man gerade gesehen hat. Kann ich das nochmal zeigen, das Minigame eigentlich? Oder geht das jetzt nicht mehr nochmal? Das will ich kurz ausprobieren jetzt noch. Ich meine, ich habe ja jetzt noch Zeit, denke ich mal, oder? Ich kann es nochmal zeigen, okay. da. Perfekt. Direkt hier bei Balloon Boy. Da muss man hier rausspringen. Und dann gibt es noch eine bestimmte Szene mit so einem weinenden Kind. Und das ist das letzte weinende Kind. Wir retten somit die Seelen. Einen Moment, wo ist es? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ah, wir können endlich schweben, merke ich gerade. Das wusste ich gar nicht. Okay, anscheinend kann man das Kind nicht mehr finden, wenn man das schon mal gemacht hat. Okay, wusste ich nicht. Egal. Gehen wir zum Exit, lassen wir es. Ihr habt auf jeden Fall mehr oder weniger gesehen, was ich meine. Da bei diesem Hintergrund, der so ganz lila ist, da gibt es auf jeden Fall so ein schwarzes Sprite von diesem weinenden Kind. So, wenn wir alle dann befreit haben, müssen wir hier in Cam 03 gehen und dann hier auf das Poster klicken. Dann kommen wir auf der besten Musik des Spiels und Happiest Day. Mit dieser Shy Guy-Figur. Ich dachte immer, es wäre ein Shy Guy, dass wir hier sind. So. Ja, unsere besten Freunde auf der Party, den Krokodil. Das ist ein Schwein, ich weiß es nicht. Den anderen Alligator-Viech, den. Was auch immer, und. Den anderen, was auch immer. So, und hier sind die geretteten Seelen. Ja? Ja, aber Freddy. Hier haben wir Bonnie, hier haben wir Chica und hier haben wir Foxy. Und jetzt? Habe ich es richtig? Ja, Golden Freddy. Und das war die Puppe, die wir gespielt haben. Und jetzt sind alle befreit, jetzt sind alle happy. Da. Ja, und jetzt sind alle glücklich und jetzt müssen wir die fünfte Nacht noch schaffen, damit wir das gute Ending erreichen. Aber ansonsten haben wir jetzt alles geschafft. Ich muss noch die Nacht überstehen. Wenn ich jetzt in dieser Nacht sterbe, ist es nicht schlimm, es bleibt nämlich alles gespeichert in diesem Land. Oh, come on! Alles drei Error. Guys, school is about to start. I have holidays, so no school for me the next weeks. Ey, Foxy ist immer noch so ein Arschloch. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Foxy machen soll. Kennt ihr das auch, wenn ihr gerade ganz gechillt noch im Office seid? Ihr versucht gerade so einen Killer von euch wegzulocken und auf einmal seht ihr Füchse, die auf euch zuspringen. Und dann denen ihr dann stirbt am Ende. Kennt ihr das auch? Ich kenne das auf jeden Fall. Das ist kein gutes Gefühl. Come on. Ich bin irgendwie viel besser im Spiel geworden, habe ich das Gefühl. Okay. Kein Fuchs, der mich kaputt machen will. Noch nicht. Was?
Was denn? Okay, nichts. So, können wir die Nacht bitte beenden? Ja! Okay, Leute. Das Secret Ending. Egal. Leute, das Secret geheime Ending. Seid ihr bereit? Oh Gott, meine Haare. Tut mir leid, dass sie gerade ein wenig in mein Gesicht kommen. Ich habe lange Haare, ich weiß. So, wir spielen das weinende Kind. Oh no, all meine Freunde sind tot. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich hoffe, die haben Keks bekommen immerhin. So. 03. Nun ist es Zeit, das Ganze hier zu beenden. Hau ab. Stirb! Und da haben wir es durch. Jetzt ist das Springtrap. So, und jetzt haben wir alle Geister gerettet. Geil. So, was mit Springtrap passiert, das erfahren wir, wenn wir die sechste Nacht durchmachen. Und so. Oh, die Musik ist super. Ich liebe die Musik einfach in dem Spiel. Man sieht Golden Freddy nicht. Ich weiß nicht warum, aber normalerweise ist da Golden Freddy. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Aber ja. Ihr seht, die Seelen sind aus den Körpern. Sind aus den Animatronics raus. Sie sind nun in Heaven. Und haben da ein Eiscreme, keine Ahnung. Yeah. Und das nicht super ist. Yeah. Yeah, yeah. Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwie jemand draufklicken? Enter. Muss ich irgendwas machen? Guck mal, jetzt habe ich noch den Chat irgendwas aktiviert. Egal. Wie komme ich aus dem Menü raus? Ah, okay. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. So, ich habe hier den zweiten. Oh, das sieht man gar nicht. Sorry. Hier. Der zweite Stern. Den habe ich vorher schon gehabt, anscheinend. Also, no joke, ich habe den vorher schon gesehen, als ich da noch nicht durch hatte. Interessant auf jeden Fall. So, Leute, auf jeden Fall war es das mit dem vierten Video. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen Nightmare machen. Und haben sich die Extras geändert? Kann ich das jetzt schon zeigen? So, jetzt klein. Oh, hier die Minigames. Oh, man sieht es gar nicht. Einen Moment. Hier. Unter Minigames sieht man nämlich hier, man kann ganze Minigames nochmal spielen. Und zwar alle, soweit ich weiß, oder? Sind das alle? Ja, ich glaube, es sind alle Minigames. Also ja, wer Bock hat, der kann hier nochmal alle Minigames spielen. Warum nicht? Warum nicht? Ja.